Man sieht es bereits am Abend, denn unser Funkturm leuchtet wieder grün. Was heißt das, liebe Zuschauer? Die grüne Woche hat begonnen. Bis zum 25. Januar hier in den Messehallen unterm Funkturm. Und es ist die grüne Woche der Rekorde und Jubiläen. Es ist nämlich die 80. grüne Woche. Und mit 1600 Ausstellern hat sie so viele Aussteller wie seit 40 Jahren nicht mehr. Alle 26 Hallen sind restlos ausgebucht. Traditionell beginnt die Grüne Woche immer am Freitag mit dem Presserundgang. Und zwar dort, wo das Partnerland stationiert ist. Das ist in diesem Jahr die Halle 8.2 und das Land heißt Lettland. Mit dabei sind diesmal zwei neue Gesichter auf dem politischen Parkett, nämlich Michael Müller, unser neuer regierender Bürgermeister, und der neue Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Wir sind dabei, also kommen Sie mit. Mit einem gemeinsamen Schnitt ist die Grüne Woche eröffnet. Diese Handlung gelingt den Newcomern auf dem Rundgang souverän und unfallfrei. Auch die protestierenden Tierschützer, die traditionell bei der Eröffnungszeremonie aktiv werden, bekommen in diesem Jahr dank aufgestockter Sicherheitskräfte keine Bühne. Doch dann beginnen die wahren Herausforderungen. Wein, Wurst, Häppchen, Süßes und immer wieder Schnaps. Der traditionelle Rundgang des regierenden Bürgermeisters über die Grüne Woche braucht einen starken Magen und Durchhaltevermögen. Zumal der Rundgang von einem großen Pulk Fotografen und Kamerateams begleitet wird, die alles im Bild festhalten. Morgen. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Schönen guten Morgen, Herr Präsident. Christian, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Was dürfen wir dir berechnen? Ihr habt hier einen Rucksack. Oh, die sind ja schön. Zwei Sachen aus Tirol. Christian, Tiroler Spezialitäten hätte ich. Tiroler Speck. Ja. Genau. Wenn Sie sich zu uns drehen können. Schau, komm. So, ein Glasel vielleicht. Und ein Tiroler Pferd. Ein Tiroler Pferd. Und ein Speck mit. Dürfen wir euch ein Glas Wein anbieten? Kommt. So. Sehr schön. So, komm. Salami. Ja. Ein Stück Salami. Ja, bitte. Erstmal, glaube ich, für die Fotos holen wir erstmal nochmal so. Ja. So. Jawohl. Geht's so? Nö, lieber Salami. Bitte. Geht das? So, geht's so. Geht. Muss ich da jetzt reinbeißen, oder was? Dann nochmal zu mir vorbei. Aber jetzt. Und der Königin, so. Ist das die Königin? Ja. Das ist unsere Weinkönigin. Für uns für Wein. Ja, genau. Dann aber hallo. Grüß Gott. So. Einbeißen. Hm? Ja, aber Stefan. Jetzt brauchen wir ein Glasl, oder? Einmal anstoßen. Servus. Das ist der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz Niederösterreich. Burgenland. Ja, das sage ich dir noch immer. Vor Landesagrarminister musst du einen Respekt haben. Ja. Den größten. Den hat er meistens nicht. Ab und zu. Er hat Landtagswahlen heuer. Ja. Du hast keine Wahlen? Nein. Gemeinderatswahlen. Ab Oberösterreich. Ja. Was sagen, so, zum Wohl. Aber du, zum Wohl. Zum Wohl. Anstoßen. Was haben wir denn drin? Ja, genau. Was haben wir denn drin? Königin, komm mal her. Einen grünen Wettliner. Ein grünen Wettliner. Aus Niederösterreich, aus dem Burgenland? Aus Niederösterreich. Das ist ein Niederösterreich. Ein Niederösterreich. Muss so sein. So. Da runter. Herr Müller, ist das eigentlich anstrengend, so viel Alkohol am Morgen? Ich nippe ja daran. Ich möchte ja wissen, wie er schmeckt. Das mache ich schon, aber ich trinke es nicht aus. Also. Das ist vielleicht gut zum Frühstück, oder? Herr Müller, ganz kurz. Für Sie das erste Mal, Premiere auf der Grünen Woche, ja. Diese zu eröffnen. Worauf haben Sie sich denn am meisten gefreut? Ja, überhaupt es mal so kennenzulernen, auch aus der Perspektive, wenn man mit der Familie dann hier rüber geht als Besucher, dann sieht man es ja doch nicht so intensiv und jetzt lernt man viele verschiedene Länder kennen und auch die Hintergrundinformationen. Essen Sie eigentlich auch selber sehr bewusst und gesund? Ja, zunehmend auch, aber eben auch alles. Ich esse gerne Obst und Gemüse, aber auch gerne Fleisch, also es ist alles mit dabei.
Fashion Week oder Grüne Woche? Was ist mehr Ihr Ding? Ja, das kann man nicht miteinander vergleichen. Das ist so unterschiedlich und beides für Berlin wichtig. Beides macht Spaß, aber beides spricht eben auch große Wirtschaftsbereiche an. Das ist ja hier auch. Hier geht es um Ernährung, um Verbraucherschutz, um Produktion und im Bereich der Mode. Die Fashion Week ist natürlich auch wichtig. Und dann folgte auch noch ein ganz offizielles Statement vor der Presse. Schönen guten Morgen, lieber Herr Schmidt, meine Damen und Herren. Ich freue mich, das ist ja für mich das erste Mal, dass ich jetzt in dieser neuen Funktion die Grüne Messe besuche, die Grüne Woche besuche. Und es ist großartig zu sehen, wie sich die Länder präsentieren. Aber es ist eben auch eine sehr wichtige, inhaltlich eine sehr wichtige Messe. Wir werden mindestens 400.000 Menschen wieder begeistern, die hierher kommen und die Grüne Woche mit all den Ausstellern erleben. Aber wir werden eben darüber hinaus auch inhaltliche Fragen diskutieren. Die Frage der Lebensmittelproduktion natürlich wird uns beschäftigen, die Qualität der Lebensmittel, Verbraucherschutz, wie werden die Informationen auch noch ausgeweitet und wie kann man sich besser über die Herkunft der und Zusammensetzung der Lebensmittel auch informieren. Auch auf dem Erlebnisbauernhof wird das eine Rolle spielen, die Herkunft unserer Lebensmittel und auch der verantwortungsvolle Umgang vor allen Dingen damit. Wir wissen, dass wir auch da, auch was umweltpolitische Belange anbelangt, ja sehr sorgfältig auch mit umgehen sollten. Also ein großes Themenspektrum, was wir hier miteinander erleben werden. Eine sehr wichtige Messe für Berlin natürlich auch wirtschaftlich sehr wichtig. Und da möchte ich mich auch bedanken bei der Messe Berlin für die hervorragende Arbeit der letzten Jahre und für die gute Zusammenarbeit mit allen Institutionen. Auch diese 80. diese Jubiläumsmesse und Grüne Woche wird vor allen Dingen mit unserem Partnerland Litauen natürlich auch hier eine ganz erfolgreiche Messe werden. Vielen Dank und Herr Schmidt, vielen Dank auch für Ihre Unterstützung. Danke. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Appetit kommt mit dem Essen. Nachdem Bürgermeister Müller und ich die Beginner sind hier, darf ich vermutlich für ihn auch sagen, der Appetit ist schon gekommen, man gewinnt Lust, hier zu sein bei dieser beeindruckenden Darstellung dessen, was an Nahrungsmitteln, an regionalen Nahrungsmitteln aus den verschiedenen Teilen der Welt hier präsentiert wird und präsentiert werden kann. Das ist ein Stück Überfluss. Diesen Überfluss sollten wir schätzen, auch indem wir nichts wegwerfen. Wir müssen die Nutzung unserer Ressourcen auch so verstehen, dass das, was produziert wird, auch verzehrt wird. Und gerade, wenn ich daran denke und erinnern darf, dass wir immer noch 800 Millionen Menschen auf der Welt haben, die Mangel unter Mangelernährung leiden und wir über die Frage der Verteilung und einer effizienten Produktion sprechen, müssen wir dieses beide gegenüberhalten. Bei uns bitte kein Wegwerfen im Grund der Lebensmittel und bei denen, die noch nicht genügend haben, auch die Unterstützung, dass sie sich gut ernähren können. Die Grüne Woche ist ein Schaufenster der Möglichkeiten für diese Themen und sie ist ein Schaufenster der Möglichkeiten, wie die Welt auch ein Stück zusammenrücken kann, ohne ihre eigene Identität zu verlieren. Liebe Zuschauer, bei mir steht jetzt der Messechef Christian Göke. Herr Göke, die Grüne Woche, was bedeutet die Messe für die Messe? Nun, die Messe für die Messe bedeutet, das ist eine der großen 5 Veranstaltungen bei uns, die immer noch weit über die Hälfte unseres Umsatzes generieren. Insofern ganz, ganz wichtig, aber das ist nur die finanzielle Seite. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass die Grüne Woche uns als ja, wahrscheinlich die stärkste Messe mit unserer Stadt verbindet. Über 400.000 Berliner kommen jedes Jahr zu dieser Veranstaltung. Die 80. Veranstaltung, eine Ur-Berliner Institution, ein bisschen so etwas wie ein Dinosaurier, der überlebt hat, aber der
immer wieder es schafft, sich neu zu erfinden und neue Impulse zu setzen und offensichtlich seine Daseinsberechtigung hat. Und das macht uns viel Freude. Sie sprechen es an, ein Dinosaurier, der es aber schafft zu überleben. Das heißt, es müssen immer wieder neue Trends gesetzt werden oder auch Trends erkannt werden und dann umgesetzt werden. Wo sehen Sie da die Herausforderungen, besonders in der jetzigen Zeit? Nun, die letzten 10 Jahre haben wir damit verbracht, den Fachteil dieser Veranstaltung, den das normale Privatpublikum ja gar nicht mitbekommt, stärker auszubauen. Über 300 Seminare, Konferenzen, Begleitveranstaltungen, das Davos der Agrarindustrie mit über 70 Landwirtschaftsministern aus aller Welt machen diese Veranstaltung hinter den Kulissen, in denen, wie gesagt, das Privatpublikum ja nie sich verirrt, zum Davos der Landwirtschaft, zum Davos der internationalen Agrarindustrie. Und ich glaube, unsere große Aufgabe besteht darin, diese Grüne Woche immer wieder auch der nächsten nachwachsenden Berliner Generation schmackhaft zu machen. Und das, was sich in den letzten Jahren herauszeichnet, ist, dass die Angebote Tierhalle, Blumenhalle, aber auch Erlebnisbauernhof ihre Anziehungskraft schlicht und greifend nicht verlieren. Und das macht viel Freude. Ich glaube, dass es ein ganz natürliches Bedürfnis ist, in einer kalten Jahreszeit, zu Beginn des Jahres, sich in diese Hallen hineinzubegeben und einfach Natur zu erleben oder auch ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist ja fast wie ein Jahrmarkt. Und also ich glaube, das Angebot ist so breit, dass für jeden sich etwas findet. Und ich muss ganz persönlich auch sagen, jedes Mal, wir machen jetzt gerade ja zusammen mit den Eröffnungsrundgang, man sieht wieder Dinge, die man noch nie gesehen hat in seinem Leben. Neue Länder, die sich präsentieren. Jetzt gerade kommen wir aus der Arktis, wo man arktisches Essen hier verkosten kann. Und ich hätte nie gedacht, dass es eine solche Vielfalt in der Arktis gibt. Also ein bisschen Bildungsurlaub ist wieder dabei. Gut, die internationale Schlemmermeile, den Ruf hatte die Grüne Woche immer. Wir haben auch überall Folklore, hören es jetzt auch wieder. Herr Göke, beobachten Sie aber auch, dass die Grüne Woche natürlich wunderbar den Verbraucherschutz auch bedient. Also es ist ja so, dass die Menschen immer mehr wissen möchten, was sie wirklich auf ihrem Teller haben, wie es den Tieren geht, die sie dann später oder deren Produkte sie essen. Dass da die Grüne Woche genau auch den Kern trifft. Ich glaube, dass wir da an einem ganz, ganz aktuellen Thema sind, weil wir hier beide Seiten darstellen können. Auf der einen Seite erklären und ja, machen sich die Erzeuger hier sichtbar und transparent. Also es ist wirklich die Plattform, auf der die Erzeuger und die gesamte Wertschöpfungskette dem Verbraucher zeigen, schaut her, das sind wir, das machen wir und so produzieren wir. Und auf der anderen Seite ist das Thema Regionalität hier ein unglaublich großes. Wir haben aus 13 Bundesländern allein die regionalen Spezialitäten, die hier in den internationalen Vertrieb gebracht werden. Also eine riesen Drehscheibe für die Ernährungswirtschaft. Und ich glaube, uns als Verbrauchern tut jeder Ansatz von Transparenz gut. Ich möchte wissen, woher mein Essen kommt. Und das Thema Sicherheit und Qualität des Lebensmittels ist die letzten 10 Jahre hier immer eines der beherrschenden Themen gewesen. Zum Schluss, Herr Göke, gibt es einen Ort, wo Sie besonders gerne naschen auf der Grünen Woche? Oh, im letzten Jahr war das in Japan. Die hat nämlich so köstlich verpackte Schokolade. Und ich glaube, dieses Jahr werde ich mal in Marokko vorbeischauen. Übrigens auch das Partnerland des nächsten Jahres, weil die in ihren Süßigkeiten ziemlich weit führend sind. Soweit unsere ersten Eindrücke vom Presserundgang, liebe Zuschauer. Die Grüne Woche, die internationale Schlemmermeile, kulinarische Spezialitäten stehen hier natürlich absolut im Mittelpunkt. Und meine Kollegin Ina Buchholz hat jetzt erstmal einen kleinen Vorgeschmack für Sie. Also bleiben Sie dran bei unserem Grüne Woche Spezial. We'll be right back.